Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sims 400 Baby Challenge. Als allererstes wird jetzt enthüllt, ob sie jetzt schwanger geworden ist oder nicht. Trommelwirbel bitte. Trommelwirbel bitte. Trommelwirbel bitte. Trommelwirbel bitte. Ich kann schon wieder nicht sprechen. Das ist schlimm mit mir. Und? Oh yeah. Er ärgert sich darüber? Das ist ein Problem, Junge. Oh. Dusch mal. Du stinkst, Mädel, du stinkst. Boah, Alter. Felix. Das hat deinem Bruder traurig gemacht. Na, ich glaube, das mag er so. Oh Mann, jetzt weint der. Hier, geh mal zu ihm. Rede mal mit ihm. Lern mal deinen Bruder kennen. Freundlich vorstellen. Jetzt geht's ihm schon besser. Auch wenn er. Jetzt geht er wieder normal. So, Elisabeth. Wie sieht es mit deiner Leistung aus? Du musst noch Gemälde anfertigen heute. Dann mach hier mal hier sowas. Irgendwas anderes als immer nur klassische Gemälde. Wird auch irgendwann auch langweilig. So auf Dauer. So, Laruna, erzähl ihm mal einen Witz. Über Ingenieure. Inspiriert. Von Wissenschaft inspiriert. Okay, das hat anscheinend nicht als rumalbern gezählt. Dann parodier mal jemanden. Und danach. Keine Ahnung, was anderes machen. Kannst dich einfach mit ihm unterhalten. So, Marlene, bei dir brauchen wir die Hausaufgaben ja nicht zu machen. Du bist ja eh wieder erwachsen schon. Was heißt wieder erwachsen? Naja. Er muss Hausaufgaben machen. Wir müssen eigentlich alle Hausaufgaben machen. Sven jetzt erstmal ein paar, ich werde jetzt immer ein paar Leute losschicken. Zum Hausaufgaben machen. Ich wollte schon sagen, was? Was ist los mit. Mach deine Hausaufgaben. Es trauern die alle um das Haus. Felix, was hast du nur getan? Warum? Warum tust du sowas? Geh, red mit deiner Schwester. Nach Techtelmechtel fragen? Was? Das ist deine Schwester. Okay. Wo war das nun? Anzeigebug? Ja. Nee, es geht immer noch. Parodier mal jemanden. Elisabeth hat ein Meisterwerk fertiggestellt. Okay. Sieht eigentlich auch gar nicht mal so schlecht aus, finde ich. Hier ist es hier alles mit Bildern voll. Ich bin Elisabeth, ich bin Malerin. Alles funktioniert? Nee. Ich will wissen, was das jetzt macht. Oder fragst einfach nur, was Sex ist. Wo kommen die Babys her? Nimlet? Kiarva Zarde.
Hat auf jeden Fall nichts Schlimmes gemacht. Willst du über Aliens erzählen? Der Geburtstag von Marlene naht, ich weiß. Oh, sie will ihren Sohn umarmen. Sie müsste was zu essen machen. Ich glaube, wir haben nicht mehr allzu viel. Lehre das mal. Und dann kochen. Wir sollten vielleicht einen besseren Herd kaufen vorher. Laura ist jetzt so kein guter, den wir jetzt haben. Nee, so. Küche, Herde. Den haben wir. Ist aber auch der beste, den wir uns da gerade leisten können. Der wäre natürlich richtig geil. Na, unkaputtbar muss jetzt nicht unbedingt sein. Eine Dutzabzugshaube. Ich glaube, die ist eigentlich aber nur zur Deko gedacht. Ich glaube, die erfüllt hier keinen Zweck. Na, wenn wir uns ein bisschen was ansparen. Aber wir werden es versuchen. Was kannst du eigentlich an den Dingen verbessern? Nicht klebenden Topf. Weniger Putzerei. Ja, ist jetzt nicht unbedingt so oft dreckig. da ist speckt scheiße, Mutter. Specksalat, Tomaten-Sandwich. Das klingt doch super. Dominik und Elisabeth sind so eben beste Freunde geworden. Cool. Beste Freunde. Du musst doch gleich noch ein Bild malen. Ja. Das ist halt für deine Tagesaufgabe. Verkauf mal hier die ganzen Bilder. Das hat nur 800 eingebracht, das Meisterwerk. Was für ein Kunstbanause das war. Was für ein Kunstbanause. Ich will ihre Comedy-Fähigkeit trainieren. Und zwar geht das, wenn ich mich nicht irre, mit dem Mikrofon, ja. Am besten sie... Packen wir mal dahin, neben den PC. Wieso nicht? Wieso denn nicht? Witze erzählen. Los, erzähl ein paar Witze. Aha. Jetzt schlafen da zwei meiner Kinder in meinem Bett. Haben sie wohl gedacht, ja, Mama hat so ein gemütliches großes Bett. Beschämt. Okay. So, Dominik geht nach Hause. Langsam gehen ja alle ins Bett. Und so. Wo sind die ganzen... Ah, jetzt hat sie Level... Level 2. Tarango, yum. Zerpanuch, Sika. Barangi, yibs, Peniel. Imbo, Grauiva. Yabasani. Yubi. Hör mal auf. Versuche nochmal irgendwie zu scherzen. Ich bin Felix, ich bin voll das Arschloch.
Da kannst du auch kochen lernen. Mach mal jetzt mal Gartensalat. Ein Gartensalat. Was hat sie jetzt für einen Tee jetzt genommen? Gesunder grüner Tee. Och, Mensch. Da wird sie schön glücklich gleich. Was? Geh mal schlafen. Geh mal schlafen, Laruna. So wird das nichts mehr. So wird das hier nichts mehr. Wie ist eigentlich so ein Bild, wer das mal am Mikroskop macht? Denn das wird durchaus eine Überlegung wert. Nicht viel. Okay, vergiss das. Ich habe mir überlegt, ja, vielleicht soll sie wirklich den Haushalt übernehmen, kann sie ja vielleicht mit. Ja, sie ist ja ein Genie und arbeitet gerne am Mikroskop. Also, ein Bro ist sie auch. Ja. Ja, Bro ist jetzt nicht so unbedingt so der Renner. So als Fähigkeit, du musst dich um deinen Garten kümmern. Und zwar einmal bewässern. Eine Runde. Und jäten musst du jetzt nicht irgendwo. Anscheinend nicht. Aber du kannst alles abernten einmal. Und irgendwo wurde Geld ausgegeben. Du warst es aber nicht. Na, das können wir verkaufen. Das Bild auch noch verkaufen. Dann kannst du auch ins Bett gehen. Musst du auch. Bist du morgen ganz müde. Wenn es zur Arbeit geht. Wie lange hält denn der Tee? 8 Stunden ungefähr. 8, 9 Stunden. Dann kann sie jetzt ja das Ding wieder leeren. Also die das Stahlblasending ist schon ziemlich cool. Sieht jetzt so ziemlich gar nicht mehr aus Klo muss. Laruna backt ein bisschen rum, die Anzeige über ihren Kopf, aber ist jetzt nicht so schlimm. Ah ne, ich dachte schon. Es werden alle Betten jetzt belegt, aber dem ist anscheinend doch nicht so. Nee, sie sind ein bisschen hungrig. So, danach kannst du kochen. Ja, nehmen wir mal Spaghetti. Komm. Spaghetti sind schön. Sind lecker. Sehr selbstsicher. Mit Tobias rumalbern. Arme Ritter zubereiten. Warte, mach arme Ritter. Dann mach arme Ritter. Wo sind sie denn? Arme Ritter. Da. Was ist mit dir denn los? Ist er schon ausgeschlafen? Nee. Was ist denn los mit dir, Martina? Hatte ich wohl gedacht, ja, jetzt ist mein Bett schon wieder frei, dann kann ich jetzt auch hier Dings. Ne? Bist ja Bescheid. Nimm dir ein Omelett. Nimm dir ein Omelett zum Frühstück. Was willst du? Serienromantiker bist du. Na, du bist ja auch uninteressant. Wieso will niemand mit dem scheiß Kühlschrank interagieren? Hier, Gericht nehmen. Was ist los? Ist der Kühlschrank verbuggt?
Ist er kaputt? Was ist denn da los? Mache ich das anders? Dann nehmen wir mal hier. So, und jetzt Apfel essen. Müssen wir uns irgendwie anders aushelfen. So, hat sich schon mal ein bisschen besser gebessert. Hm, das war okay. Er will Zusatzaufgaben werden. Okay. Mach da jetzt Zusatzaufgaben. Finde ich vollkommen in Ordnung, dass du was machen willst. Ja, dieser komische Kühlschrank verbuggt. Öffnen. Gericht nehmen. Irgendwas stimmt mit dem Ding nicht. Kann er aufbrühen mit... Hier, nehmen wir den. Zusatzaufgabe hat er angeblich jetzt auch fertig. Hat er aber nicht. Ist egal. Kann er sich auch einen von nehmen, einen Tee. Oder er nimmt sich wieder einen Apfel. Ja, ist ja gut. Hier, nimm den Apfel. Wir haben genug von den Dingern. Apfel essen. Mach's doch selber sauber. Dann kann man auch gar nicht sauber machen. Was hast du denn für Probleme auch? Hä? Warte. Ah ne, hier ist er. Hier, isst den scheiß Apfel. Du hast Hunger. Kannst du mit dem Kühlschrank... Der kann auch nichts mit dem Kühlschrank anfangen. Komisch. Komische Sache. Kannst du stattdessen... Kannst keinen Tee trinken? Das ist aber komisch. Verdammt komisch. Warte, ich will was probieren. Und zwar Reisen. Ich gehe jetzt einmal ins Menü, in die Karte. Dann gehe ich wieder zurück. Ich wollte schon sagen, hör auf zu spielen. Ja, hoffe ich, dass der Kühlschrank wieder funktioniert. So, Reisen, Reise abbrechen. So, öffnen. Gericht nehmen. Nee, klappt immer auch nicht. Was zur Hölle? Was zur fucking Hölle? Gut, dann wird die Folge jetzt halt ein bisschen kürzer. Ich denke mal, mit einem Neustart wird sich das alles erledigt haben. Die wachen jetzt alle auf, die wollen alle essen. Ja, bis zur nächsten Folge. Bis dahin und ciao.